Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Rebirth. Es ist Tag 3, schon fast zu Ende. Ich habe so ein bisschen sortiert. Ich habe so ein bisschen versucht, Ordnung in die Geschichte hier reinzukriegen. Und wir waren ja noch drauf und dran, die Werkbank zum Beispiel herzustellen. Das fehlte ja noch. Muss ich noch gucken, wo ich es einsortiert habe. Das ist nämlich auch wieder das Problem. Ich glaube, ich habe es bei Bauen rein. Da haben wir die Werkbank. Um die Werkbank herzustellen, brauchen wir 15 Forged Iron. Die hatte ich ja vor einiger Zeit hier angesetzt. Von daher nehmen wir die 30. Dann brauchen wir 10 Mechanical Parts. Haben wir auch ganz grob. Wooden Planks. Das könnte ein Problem werden. Doch, kriegen wir auch hin. Und wir brauchen noch Nägel. Das könnte schwierig werden. Da habe ich nämlich alles Mögliche hier zerdeppert. Beziehungsweise die Nägel in die Kisten investiert. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir hier unten die Bretter auseinanderschlagen. Ich glaube, die geben keine Nägel, ne? Die geben nur. Ja, die geben nur Holz. Da muss ich kurz beim Nachbarn mal fragen, ob sie noch Nägel da haben. Im Prinzip kann man sämtliche Couchen zerschlagen, ist mir aufgefallen. Oder halt die. Hallo? Und gewiss, da sind Couchen. Vielleicht spawnt hier niemand, wenn ich freundlich bin. So. Man kann die halt aufnehmen oder man kann sie zerschlagen. Von daher ist man da, wenn man es als Deko-Element haben will, kann man sie halt nutzen. Aber hier kriegt man ordentlich Schraubennägel bei rum. Wenn man das Ganze zerschlägt. So, da haben wir. Oh, der Fernseher nicht. Was ist das hier eigentlich? Das ist Glas, ne? Das brauchen wir auch nicht. Also, wir haben mal wieder Mist gebaut. Das ist ein riesiger Poppenpilz, sehe ich gerade. Nicht schlecht. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier und machen die wichtigen Sachen. Die Quest, die wir haben, ist von der Händlerin. Hier werden wir auf jeden Fall auch die Tischkreissäge machen. So, jetzt machen wir erstmal das. Jetzt haben wir alles zusammen. Sehr gut. Recipe, Workbench, Start. So, dann haben wir noch die Säge, die Table Saw. Dazu brauchen wir entweder eine Table Saw, die wir nicht haben, oder einen Motor brauchen wir. Den Motor, haben wir schon einen Motor bekommen? Da musste man doch irgendwas Spezielles auseinanderbauen. Den Kühlschrank muss man auseinanderbauen. Genau, haben wir einen Kühlschrank hier stehen? Ich glaube nicht hier im Poppenpilz. Na, lassen Sie mich durch. Haben wir hier Kühlschränke gehabt? Ah, hier. Probieren wir es hier mal mit. Ich werde mal. Ah, rechts ist die gleiche Taste. Ob rechts oder links? Okay, man hat den Powerschlag rausgenommen. Okay, das war nicht mein Glück. Das ist auch kein richtiger Kühlschrank. Haben wir hier eine Küche? Wo haben wir denn eine Küche speziell? Crack a Book. Da ist eine Werkstatt. Hier im Hotel eventuell. Oder hier drin. Das könnte sein. Ist hier eine Küche bestimmt. Moment, dann ist doch hier der Eingang, oder? Ja. Nein? Oder ist das ein Bürogebäude? Oh, Mist. Oh, das ist ein bisschen doof. Hi. Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Okay, das haben wir erledigt. Aber hier ist auch, glaube ich, kein Kühlschrank, ne? Da ist jemand wach geworden. Hier ist ein Kühlschrank. Nice. Komm, gib mir einen Motor. Oh, ist der raus? Ja, der ist raus. So, da
Raum drücken. Immer noch nicht. Okay, das war es nicht. Der Kühlschrank war es schon mal nicht. Können wir die eigentlich auseinandernehmen? Was geben die eigentlich? Ich glaube, die geben noch Eisen in Manila. Hm, machen wir später. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier ranchen. Hier geht's nicht lang. Was haben wir denn noch in der Nähe, wo ein Kühlschrank stehen könnte? Das Hotel drüben, das ist aber relativ groß. Eigentlich überall, wo eine Küche eingebaut ist, ne? Hat der Cracker Book eine Küche hinten drin? Oh, hi. Na? Warum laufen die immer so im Bogen? Damit ich sie besser Volley nehmen kann. Oh, eine Machete. Nice. Der gibt 95. Die geben 100. Ja, passt. Ah, hier. Da können wir eventuell rein, ja. Gute Idee. Was ich auf jeden Fall machen will, ist diese Questreihe bei unserem Trainer, dass wir den Packmule erhöhen. Kann ich hier rein? Ja, müsste gehen. Mal zufällig irgendwas gefunden? Kaffee. Nice. Komm, damit kommen wir hier auf jeden Fall schneller durch. Da kannst du einen Powerschlag machen sogar. Und die Ausdauer wird sich auf jeden Fall aufbauen. Hallo. Hallo, du auch. Ich glaube, mittlerweile ist unsere Axt echt gut stark. Bücher nehme ich natürlich gerne mit. Noch was übersehen? Nee. Oh. Direkt in die Wand reingenagelt. So, da ist ein Kühlschrank. So, Daumen drücken. Oder sind die kleinen Kühlschränke, diese alten? Da ist er. Nice. So, da haben wir den Motor. Okay, ist also einfach zufällig. Ab nach Hause. Sind schon Tag 3. Wir müssen uns mal langsam um die Horde Gedanken machen, wie wir sie verteidigen. Beziehungsweise, dass wir sie verteidigen, ne? Aber jetzt können wir auf jeden Fall erstmal die Werkzeuge fertig machen. Dann haben wir mal die ganzen Sachen wie Holz, um Bretter zu zersägen. Also eine Kreissäge, um die Bretter zu zersägen und solche Dinge. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, um überhaupt hier eine Tür aufwerten zu können oder ähnliches. So, Home Sweet Home. Achso, warte mal. Kristen, ich habe gerade neue Dinge gefunden. Willst du das haben? Kristen kauft alles. Machete mit 46. Verkaufe ich dir. So. Antibiotika zu lernen ist auch nicht so schlecht. Den haben wir. Den Motor haben wir. Circles. Da habe ich auch welche. Die habe ich, glaube ich, hier hinten. Nee. Wo habe ich die denn rein? Ja. Haben wir. Was fehlt noch zu unserem Glück? Eisen. Haben wir auch. Eisen und Pipe. So. Table Saw. Start. Dann haben wir hier unsere Werkbank. Die können wir schon positionieren. Meine Idee war, die hier davor zu stellen. Dann müsste ich nämlich eigentlich noch an die Kisten kommen. Wobei ich jetzt gerade merke, wir stellen sie so. Nee. Wir stellen sie so. Dann können wir die Säge nämlich davor stellen. Mal gucken. Ja, so kommen wir noch an die Boxen ran. Sehr gut. Dann haben wir nämlich die richtige Werkbank. Dann können wir doch eigentlich das hier wegmachen, oder? Na gut, die wird ja gerade hergestellt, aber dann können wir das da entsprechend einbauen. Ja, sehr gut. Das ist doch fein. So, jetzt passt auf. Habe ich noch eine Quest offen? Ne, ich habe nur die da, ne? Und ich bin noch kein Level 10, ich bin Level 8. Da kann es übrigens passieren, dass per Zufall hier irgendwie was entsteht, dass eine Horde kommt oder ähnliches. Und ich werde mir jetzt bei Briston, werde ich mir den Packmule verschoben oder wie? Packmule Training werde ich mir holen für 3000.
Dann können wir nämlich damit, falsche Tür, können wir unseren Inventarplatz ein bisschen erweitern. Gibt es eigentlich Pocket Mods hier in der Version? Pocket. Nee, gibt es anscheinend nicht. Oder kann man sie herstellen? Wahrscheinlich nicht, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Nee, das scheint es nicht zu geben. Okay, gut zu wissen. Dann war es die richtige Entscheidung, auf Packmill zu gehen. Noch 27 Sekunden. Okay, wir gucken uns die Quest an. Use. You cannot use it at this time. Warum nicht? Please note that your base constitution must be higher than the skill in Packmule. Was habe ich denn in Packmule? Wo ist noch eine Packmule? 1. Ich habe doch Konstitution 2, oder? Warte mal. Gerade den Hinweis, ich soll ausprobieren, ob ich die Brille ausziehen kann. So. Ah, ja, gut, dann bin ich bei. Ja, dann passt das, ja. Stimmt, der hat ja plus 1. You cannot use this at this time. You may also need to take off your glasses in order to learn the skill. Okay, also ich kriege gerade den Hinweis, dass es beim nächsten Ein- und Ausloggen passieren wird, dass ich das dann lernen kann. Das scheint ein Bug noch zu sein. Okay, das ist nicht schlimm, das machen wir sowieso. Okay, Packmule kriegen wir hin. Wie sieht's aus mit der Tischsäge? Amber. Die werden wir jetzt positionieren. Ja, sie passt doch perfekt hier hin. Super. Sehr schön. Genau, hier muss noch Brennmaterial rein. Ich glaube, das macht man auch hier mit, genau, mit Holz. Und jetzt brauchen wir Baumstämme. So, die habe ich ja gar nicht mehr hier rein. Die müsste ja bei Bauen drin sein. Habe ich noch Baumstämme? Hier. So. Den lasse ich für sich laufen. Dann werden wir hier mal ein paar Bäume umschlagen, um noch ein bisschen Balken zu kriegen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Grundwerkzeuge, oder? Den Distiller, den müssen wir lernen. Ist übrigens sehr praktisch für die, die es nicht mitbekommen haben. Wenn man Bäume abschlägt, wird es direkt nachgepflanzt. Also die Bäume verschwinden nicht, sie bleiben an der Stelle. Und erst wenn man den Setzling entfernt, dann. Aber das verhindert, dass man sich die Taschen vollhaut mit irgendwelchen Setzlingen, die man dann doch nicht widersetzt. Oder, ja. Gut, ich hack mal ein bisschen Holz, säge ein bisschen klein und dann sehen wir uns gleich wieder. Würde ich sagen, 19.50 Uhr. Großartig, Questen werden wir jetzt sowieso nicht mehr und wir müssen auch die normalen Quests machen. Jetzt in 2 Stunden schaffe ich, glaube ich, die nächste Quest nicht mehr. Deswegen werde ich ein bisschen Material sammeln und so weiter und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Da ist er wieder zurück. Neuer Morgen, neues Glück. Ich habe die Nacht genutzt, um ein bisschen zu schmieden und zu machen und zu tun. Ich habe hier unten die Tür, habe ich ein Upgrade verpasst. Geht ganz normal mit entsprechenden Sachen, die angezeigt werden. War jetzt kein Problem. Ich brauche noch ein bisschen Forged Iron, um das Upgrade in die Tür reinzumachen. Die Stahltür kann man an der Schmiede herstellen. Finde ich auch passend, weil man das jetzt nicht im Inventar machen muss. Ich glaube, 10 Eilen. Iron müssten reichen. Ich konnte auch das Buch mit dem Packmew lernen. Ah, jetzt geht's. Sehr nice. So, nächste Stufe. Noch nicht komplett. Hat noch nicht das komplette Upgrade, aber es passt schon. So, Inventar ist relativ leer. Essen geht eigentlich auch noch. Wir questen ein bisschen für Jen. Wir kriegen nämlich dann ab einem gewissen Punkt kriegen wir den Farmer Trader. Also es gibt einen Händler für ja, Farming-Zubehör. Und deswegen müssen wir hier die Level-1-Quests für Jen erledigen. Also praktisch auf die Stufe kommen, an dem wir dann die Level-2-Quests machen könnten. Und deswegen werden jetzt mal. Okay, warte mal. You
Motherfucker! Wow. Boah, die hat so ein Knockback, die Axt. Geld nehme ich mit. Was hat die? 44. Ne, die ist besser, wesentlich besser. Was ist die wert? 50, nehmen wir mit. Hut ist noch ein bisschen was wert. Das nicht. Schuhe sind wert. Rüstung und Mantel. Gut. Go, go, go. Wir werden ein bisschen für Jen questen. Find the river supplies. Sie sind oben auf jeden Fall. Komm mal raus da. Nummer 1. Die Couches sollten wir auch... Boah, überhaupt nicht mit gerechnet, dass die mir in die Füße reinkrabbelt. Die Couches... Ui! Sollten wir auf jeden Fall klein hacken. Wir brauchen nämlich jede Menge Nägel. Also für alles, was wir upgraden wollen, brauchen wir Nägel. Ey. Kopf ab. So. So, wir müssen hoch aufs Dach. Denke ich mir mal, oder? Sind die hier? Ne, sind unten. What? Jetzt wieder oben. Hä? Hä? Oh, da sind irgendwelche Geier. Oder die sind... Sie sind versteckt in dem... auf dem Dach. Oh. Nice. Level up. Eben mal so. Wahrscheinlich durch die ganze Zeit durchs Rennen. Okay, ich gehe nach oben. Wir machen das einfach oben. Ey. Ey. So. Hä, wo sind denn hier die River? 3,4 Meter unter mir. 3,4 Meter unter mir. Na Gott, wir looten auf jeden Fall mal hier den Kram. Ich denke mal, die wird irgendwo in der Zwischendecke sein, ja. Wir schauen einfach mal. Muzzle Break, nicht schlecht. Achso, ja hier, die Questlampen könnt ihr übrigens abbauen. Habe ich gar nicht erklärt, das war glaube ich mal zwischen den Aufnahmen. Einfach mit der Wrench abwrenchen. Und dann habt ihr für zu Hause ein schickes Licht. Auf jeden Fall eine gute Nummer. Wo sind denn die River Supplies? Kann doch nicht sein. Uep. Was ist hier noch vom Dach gefallen? Ich weiß, dass man den ganzen Kram hier noch looten kann. Was sieht man, was denn hiermit eigentlich? Was kriegen wir denn hier raus? Kriegen wir auch Schrauben? Ja. Leider kann man Nägel nicht in der Forge machen. Deswegen sollte man auf jeden Fall alles, was man hier so findet, mitnehmen. Hallo, guten Tag. Ich glaube, hier ist noch eine kleine Horde vorbeigekommen. So hört sich zumindest an. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Wood... Doch, die Woodframes habe ich dabei. Nice. Dann können wir das hier machen. Ah, da oben. Nicht gesehen. Vielen Dank. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall noch die Couchen mit. Weil die Nägel hätte ich schon ganz gerne. Boah, hier sind so viele Zombies gespawnt. Mein Rechner ist schon wieder... Überlegt schon wieder, was mit den Frames los ist. Ist hier eine Horde? Uiuiui, warum haben die so einen Knockback, diese Axt? Am Ende verletze ich noch jemanden. Na, weg. So, ich will nur ganz kurz hier die Couchen mitnehmen, damit wir die Nägel haben. Damit wir da nicht nochmal los müssen. Und Kaffee, nice. Das haben wir gelootet. Da können wir auf jeden Fall hier jegliche Spüle und so weiter auseinandernehmen. Gut, da müssen wir auch nicht. Da müssen wir noch.
Komm, gib mir mal eine irgendeine anständige Waffe. Oh, Mollys. Nice. Auf jeden Fall die ganzen Verstecke in den Spiegeln mit looten. Das muss ich mir auf jeden Fall mitnehmen. So, und jetzt haben wir noch einen. Na. Okay. Hat man nicht wirklich Glück. Kann man die Tische eigentlich zerschlagen? Dauert ewig. Machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja questen. So, ab zurück zu Jen. Noch eine neue Quest bekommen. 7 Stück. Ich weiß nicht, wie viele Quests wir schon gemacht haben. Ich glaube, gerade mal 2 oder 3 haben wir abgeschlossen. Bin ich mir etwas unsicher. Ich hätte gern was für die Ausdauer. Ich glaube, ich kann nichts trinken auf dem Fahrrad, oder? Nee. So, mal gucken, was sie für uns hat. Jen, guten Morgen. If you're a wow, I didn't think you had it in you. Good job. Ah, man kriegt aber die. Oh. Nice. You have any jobs? Oh, jetzt ist aber. Was ist denn jetzt los? Die sind ja super weit. Wir können mal ein Reset machen. Das wird nicht wesentlich besser. Buried Supplies. Like you can handle. If you finish 2 more jobs this week, I will give you Employee of the Month. 2 Jobs noch. Ist das wirklich die Ansage? Also ist das die Anzahl, die wir brauchen? Gute Frage, ne? Oh, die sind besser. Remember me if you need medical supplies. Ach nee, die sind ja die Schuhe. Darf ich ja nicht. Ich muss ja meinen. Also ich könnte schon die Rüstung wechseln, aber dann haben wir den Bonus nicht. So. Die Pocket Mod machen wir hier rein. Dann haben wir noch einen Slot mehr. Das ist super. So, dann packen wir den Rest ins Fahrrad und ich würde sagen, wir gehen buddeln. Eine Buddelquest. Mal gucken, ob die hier genauso ausgelegt ist wie in Vanilla. Ob wir da jedes Mal Stress kriegen, wenn wir am Buddeln sind. Aber ich denke ja. Also warum sollte sich das unterscheiden? Ich glaube, lediglich nur die Schatzkartenquests sind andere. Ja, für Woodspikes brauchen wir Nägel und Holz. Soll noch geändert werden in Seil und Holz? In Stickies? Nee. Oh, das wird interessant. Warte mal ganz kurz. Einmal sortieren. Dann darf ich mal kurz in meinem Fahrrad das Zeug ablegen. Nehmen wir mal den Kaffee, den brauchen wir jetzt fürs Buddeln. So. Ein bisschen Platz schaffen. Kaffee reinziehen. Und die da drüben ignorieren. Achso. Buried Supplies. Okay, der Kreis ist zum Glück relativ klein. Wir schaffen das. Haben wir Yucca dabei? Haben wir nicht, ne? Nee. Yucca-Saft würde uns jetzt nochmal einen Bonus bringen. Kommt jemand? Nee. NPC. Sollten wir uns auch mal einen anheuern, ne? Der uns ein bisschen beschützt. Gerade für die Horde-Nacht sollten wir ein paar NPCs anheuern. Die uns dann mit uns kämpfen. Mal Yucca am Bike. Ja. Nice. Hi. Simon. Willst du mein Freund sein? Yeah. I'm interested in hiring you. So, Simon, unser erster NPC-Helfer. Oh ja, das geht ja wesentlich besser. Yucca ist, da ist er doch schon. So, Simon. Na, super.
Ich mach das alleine, Sam. Ist er raus? Nee. Ich krieg das auch alleine in Sam. Gar kein Problem. Oh, da ist er. Der hat mich jetzt gerade erschreckt. Ich dachte, da kam jemand. So, 8, 95. So, passt. Halt. So, da habt ihr gesehen, wie man einen NPC zurückholt, der nicht hört. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Munition. So, dann kann ich, will ich, loote. Ne, will nicht. Okay. So, sobald ihr seht jetzt noch den NPC, sobald ich jetzt aufs Fahrrad aufsteige, ist der NPC weg. Der wird euch folgen. Also der NPC folgt euch immer dann, wenn ihr auf dem Fahrzeug euch setzt, also das Fahrrad und oder Autos etc., Motorrad. Oh, warte mal. Da nehmen wir den Honig noch mit und sobald ihr wieder absteigt, ist er wieder da. Somit könnt ihr ihn praktisch, ja, mittransportieren. So, aber wir fahren jetzt zu Jen, geben das noch ab und dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge, würde ich sagen. Das machen wir jetzt aber noch mit zusammen. Jetzt mache ich mal keinen Cut. Sonst macht das nur blop blop. So, wir haben unseren ersten NPC. Wir haben Simon, der uns beschützen wird. Und mal gucken. Simon? Pass. Achso, ich muss den Stoppmodus rausmachen. Resume. Full control. Threat control. So. Jetzt hilft er uns mit. Gut. Vielen Dank, Sam. Hallo in der Hand. Hallo. Stopp. Halt. Komm her. Simon, bei Fuß. Amazing. I hope you like your reward. Ich nehme von dir die Munition. Allein nur für die Horde Nacht. Und die nächste Quest, eine Fetch Quest in 500. Oh, I would kiss you, but what? You know, apocalypse hygiene and all. Naja. Hab mich schon gefreut. So, mal, ich kann dir aber noch Sachen verkaufen. Du kriegst von mir das und das und 13 31 7. 41, ne. Dann kannst du das auch noch kaufen. Und ich glaube, der Rest. 41, 39, 41, 38. Dann kriegst du das auch noch. Wunderbar. Mich hat's gefreut. I see. Wunderbar. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Simon beschützt uns. Wir werden weiter Quests für Jen machen, um da die Questreihe durchzukriegen, damit wir bald den Farmer kriegen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.